Fressen wird gebraten. Die Sonne blendet gegen meinen Kopf. Da drüben auf dieser Wiese, da haben wir gepennt. Dieser Drachen ist schon wieder da. Ich bin auf der Suche nach einem Kiosk oder Einkaufsladen. Der Helmut ist vorhanden. Der Onlineshop obal.com hat mir diese 2500 Lumenlampe bereitgestellt. Die Olight Perun 2. Der Lieferumfang enthält die Lampe inklusive einem 4000 mAh Akku und Clip, einen magnetischen Ladekabel, ein Lanyard, ein Kopfband mit Lampenhalterung aus Silikon und eine Bedienungsanleitung. Die Lampe hat folgende Beleuchtungsmodis: Helligkeitsstufe Mond mit 5 Lumen und eine starke Laufzeit von ganzen 12,5 Tagen. Niedrig mit 30 Lumen und eine Laufzeit von 66 Stunden. Mittel mit 120 Lumen und eine Laufzeit von 18 Stunden. Hoch mit 500 Lumen und eine Laufzeit von 270 Minuten. Turbo mit 2500 Lumen und eine Laufzeit von 2 Minuten. Allerdings leuchtet die Lampe weitere 175 Minuten, bloß dass die Helligkeit immer weiter bis auf 800 Lumen herunter reduziert wird. Es gibt keinen Strobo-Modus und auch leider keine Rotlichtfunktion, aber dafür einen SOS-Warnmodus. Laut Hersteller sollten die 2500 Lumen bis zu 166 Meter weit reichen. Die Lampe ist absolut wasserdicht, wiegt mit Akku 161 Gramm, ist sogar magnetisch und der Preis der Lampe beträgt auf obal.com 107,95 €. Link zur Stirnleuchte unten in der Beschreibung. Übrigens, im Onlineshop obal.com gibt es vom 26.09. bis 29.09. ein September-Sale. Es werden außerdem noch Wintercamping-Produkte folgen. Schaut da gern vorbei und viel Spaß mit dem Video. Die Fahrt beginnt. So, ich bin gerade in Koblenz angekommen, aber weil der letzte Zug zu voll war, war das zu schwer gewesen, um schnell genug zu fahren. Und deswegen habe ich den Anschluss nicht bekommen. Deswegen muss ich einen Zug später nehmen und hier rumwarten, hier in Koblenz. Richtig geil, oder? Mein nächster Zug ist angekommen und prüfen, ob ich wegen Überfüllung da reinkomme. Leute, wegen Überfüllung konnte ich mit diesem Wagen hier nicht rein, diese Bahn. Das heißt, jetzt habe ich zwei Bahnen für Zug. Das ist Lebenszeit. Das ist richtig widerlich. Ich musste die darauffolgende Bahn nehmen. Und darauf, dass das so richtig widerlich ist, dass ich zwei Züge im Verzug bin, werde ich erstmal darauf mein erstes Wartebier trinken. Das ist ein richtiges Frustbier, oder wie das heißt. Geprost! Und guck mal hier. Da vorne fährt ein Güterzug rum. Das ist ein richtig langer Güterzug. Der geht bis da ganz hinten hin. Und der wird mich jetzt die ganze Zeit belästigen, währenddessen ich hier warte, wegen diesen, ich verstehe nicht, warum die nicht irgendwie einen Waggon dahinter hingestellt hätten. Damit das nicht so überfüllt ist. Vor allem, ich hatte vorhin mit so einer älteren Frau gesprochen, die irgendwie ein Fahrrad da hatte. Und die musste drei Züge ausfallen lassen, weil die alle zu überfüllt waren. Bis sie dann sich dann irgendwann in den vierten Zug reingequetscht hatte. Es ist richtig widerlich, so zu fahren. Aber so ist das Leben. So, ich muss jetzt Gleiswechsel machen. Und guckt euch mal das hier an. Guckt euch mal diesen hässlichen Gang hier vorne an. Der ist richtig lang und sowas. Der ist richtig ekelhaft und lang und sowas. Da musste ich durch. Mein versiffter Zug kommt an. Ich werde mich hier jetzt selber hier reindringen. Ich bin in Hochspeyer angekommen und war ja klar, der Zug, der Anschlusszug ist genau in diesem Moment losgefahren, wo ich hier angekommen bin. Ich hatte nicht bekommen, ich konnte unmöglich hier so schnell hier runterrennen. Der ist genau in diesem Moment losgefahren, wo wir hier angekommen sind. Das heißt, ich muss noch viel, viel länger warten bis zum nächsten Zug. Ich bin auf der Suche nach einem Kiosk oder Einkaufsladen, damit ich da gleich Bier kaufen kann. Wartebier, bis der nächste Dreckszug kommt.
Leute, das regt mich gerade auf. Ich habe da ganz hinten im Bahnhof jemanden gefragt, ob es einen Kiosk hier in der Nähe gibt oder eine Tankstelle oder einen Einkaufsladen oder so etwas. Und er hat mich bis da ganz hinten hingelotst und dann nach links. Und da gab es überhaupt gar nichts. Und ich hatte da Leute, irgendwie Einwohner gefragt und die haben auch alle gesagt, hier gibt's keinen Kiosk und sowas. Das heißt, ich bin hier den ganzen Weg hier umsonst hergelaufen. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück zum Bahnhof hinlaufen, ohne Bier. Dabei wollte ich einfach nur ein Wartebierchen trinken. Aber egal, ich laufe jetzt zum Bahnhof und gut ist. So, guck mal, da ganz hinten ist dieser Bahnhof. Jetzt werde ich gleich hier zum Gleis hin gelaufen. Und mit dem Fahrstuhl und sowas werde ich dann zum Gleis hinfahren. Jetzt ist schon wieder was Beschissenes passiert. Ich bin schon wieder hier im Bahnsteig. Und genau wo ich dann hier ankam, ist der nächste Zug schon wieder abgefahren. Nur wegen diesem Falschlotser, der mich nach da ganz hinten hingeführt hat, um zum Kiosk oder so, wo keiner da ist. Jetzt muss ich schon wieder auf den nächsten Zug warten. Das ist richtig widerlich. Mein versiffter Zug kommt an. Ich werde hier jetzt einsteigen. Ich bin jetzt endlich in dieser Zielhaltestelle angekommen. Und ich werde mich jetzt gleich mit Helmut treffen. Guck mal. Jawohl, guck mal hier. Der Helmut ist da. Der ist hier angekommen. Ich bin angekommen und er hat hier gewartet. Der Helmut ist vorhanden. Wir haben hier ein Lidl gefunden. Das ist ein Biergeschäft. Hier werden wir Bier und nochmal Sachen kaufen gehen und Fleisch und sowas. So, die Palette Bier mit zwei Spreitflaschen für Alsterwasser sind eingekauft. Helmut hat Fleisch da drin, damit wir da und noch mehr Sachen, damit wir das später zubereiten, kochen oder so und dann fressen können. Und jetzt werde ich das hier reinmachen in meine legendären Unikat. Ich habe das ganze Bier eingepackt und darauf, dass meine Kühltasche ganze 24 Dosen Bier reinpasst, sind die ganze Palette, werde ich erstmal darauf ein Bier trinken. Geprost! Und guck mal, hier vorne ist Fressen. Für später. So, wir sind gerade am Gelaufen. Und hier vorne geht das die ganze Zeit bergauf. Und bergauf bedeutet, dass das mit so einem schweren, vollgepackten Wagen immer so ein Weg mit Schwierigkeit ist. Aber das ist kein Weg mit extremer Schwierigkeit, sondern wo das erschwert wird. Also ein Weg mit leichter Schwierigkeit irgendwie so. Würde ich das mal formulieren. So. Wir haben hier ganz viel Weg gemacht. Und da drüben, wo es leuchtet, das ist unser Schlafplatz für heute. Da werden wir heute pennen. Und fressen machen und sowas. Und genau, und pennen. Aber leider ist dunkler geworden. Und deswegen, morgen kann man auf jeden Fall viel mehr sehen. Aber ich werde heute noch ganz viele Aufnahmen machen, oder wie das heißt. Und diese schwere Vollfettsackkarre mit eine ganze Palette Bier drin, das wird auch hochgeschleppt. Nach da oben hoch. So, wir sind jetzt hier in so einer Schutzhütte angekommen. Das ist eine Schutzhütte in der Nähe von dieser Ruine. Ich glaube, von hier aus kann man nicht sehen. Aber genau, das zeige ich euch morgen, wie das da drüben aussieht. Da drüben ist eine Burgruine. Aber ich werde erstmal ein Bier trinken. Darauf, dass wir hier angekommen sind. Geprost. So, das ist dieser Wagen.
Da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Gewicht drauf. Aber wir wiegen nur den Wagen ohne den Zusatzgewicht von Helmut. Ist der Wagen schwer ohne den Zusatzgewicht, was hier in dieser Rucksack drin war? Wie viel war das? 44? Diese Dose war ja auch noch drin. 45 Kilo, würde ich sagen. Genau, 45 Kilo ist mein Wagen schwer. Und das schleppe ich auf jeder Tour mit. Aber das ist viel einfacher, als wenn man das alles auf den Rücken schleppt. Ich habe schon wieder diese romantischen Lichter hier angemacht. Buschfrauen anzulocken. Guck mal, kennt ihr diese Platte hier vorne? Das habe ich erzählt gehabt. Aber genau, diese Platte hier vorne, das hier, das habe ich jetzt rausgemacht. Damit man hier... das ist eine Platte, eine Metallplatte, die meinen ganzen Wagen hier stabilisiert. Erstens das. Und zweitens, ich habe hier ein Schneidebrett dran geklebt und hier ein Schneidebrett. Damit man hier drauf richtig geil Fressen machen kann. Und, also gut, wir haben hier einen Tisch, deswegen liegt das hier auf dem Tisch drauf. Aber wenn man hier in der Natur drin ist, dann kann man zwei Holzbalken suchen und finden, das übereinander stellen und das Ding hier draufstellen. Und dann hat man so einen richtig geilen Tisch. Und dann kann man draußen damit richtig geil überleben. So, willkommen hier in der absoluten Buschfrauenbelagerung in unserer Burgruinenverwandlung. Und jetzt werden wir erstmal auf dem neuen Natururin-Schneidebrett Essen zubereiten. Vergaß nur uns selbst aus Versehen. Es ist gezündet. Oh ja. Ja, das sieht auf jeden Fall stabiler aus, als wo ich das Grill in der Nordsee benutzt habe. Und die Würstchen wunderschön verrußt waren. Das war der komplette Fehlversuch an den Nordsee. Ja, aber hat trotzdem funktioniert. Ja, aber innen drin, also außen war es verrußt, aber innen drin war das irgendwie so ein bisschen roh gewesen. Ja, muss halt genau so aber sein, wo ich mit den Herrn Goldmann unterwegs war, da war es zwar draußen, also außen verrußt gewesen, aber innen drin war es perfekt. Das hat so perfekt geschmeckt. Da war nur diese Rußschicht draußen gewesen, das war's. Aber die Würstchen, die waren innen zu, die haben so sandig geschmeckt. Geisteskrank, die Hitze. Fressen wird gebraten. Helmut kocht. Oh ja. Ich habe hier zwei Teller gemacht und jetzt wird das hier zubereitet. Auf diese Teller. Ja. Ich teile mal jetzt Brennstoff. Halloumi El Halalaoui. Ja. Ich will das ganz edel haben, weil es ist eine Burg. Es muss kleine, mundgerechte Stücke sein. Ja. Moment. Niemand schneidet so gut wie Helmut. Moment. Guckt euch mal an, wie gerade diese ganzen Schnitte sind. Wir haben noch was. Hier haben wir noch was. Kauft mir Messer von Tools for Chance mit diesem Zeichen hier. Russischer feinster Damast. Achso, hier. Das ist dein Geschenk. Das hier? Für die Bewerbung. Seven vs. Wild, und zwar die Burgruinen Ranz Edition. Das ist eine Empfehlung vom Renny Rossmann. Zum Holzspalten. Alles. Damit kannst du alles machen. Ist genauso gut wie ein Kukri. Ich bedanke mich, Helmut. Ja, gerne. Wie heißt das Ding nochmal? Und das wird auf jeden Fall in irgendeiner Survival-Tour benutzt. Aber so richtig. So, jetzt wird das ganze Fressen beschnitten.
Mhm. Ja, ist gut. Auszuzeichnen. Jetzt werde ich auch mal probieren. Das ist voll cool fressen. Das Fleisch ist fast durch. Also komplett fast. Da ist nur noch so ein kleiner rosener Strüssel ganz unten in der Mitte. Aber sonst ist das komplett durch. Und die anderen Sachen sind auch durch. Das Käse und diese dieses Paprika oder wie das heißt. Achso, dieser Salz oder wie das heißt, das ist auch jetzt hier drauf. Aber diese Brote, die sind ungebacken. Die sind roh. Das ist das Einzige, was roh ist. So, guten Morgen. Schlafplatz ist aufgebaut. Und genau. Ich werde jetzt gleich Zähne putzen. So, wir sind gestartet. Da drin haben wir gepennt. Und guck mal. Guckt euch das mal an. Das hier, das ist diese komische versüffte Burg, wo wir gestern langgelaufen sind. Genau, das hier, das ist diese versüffte Burg von innen drin. Diese Burgruine oder wie das heißt. Genau, das ist diese versüffte Burg von dieser Seite aus. Und viel mehr ist das auch nicht. Und deswegen laufe ich jetzt wieder zurück. So, wir haben jetzt den Neustädter Mountainbike Marathon gesponsert von Sigma begonnen. Aber erstmal wird eine Bierpause eingelegt. Oh ja, das Rennen beginnt. Die hier, die darf man auf jeden Fall nicht fressen, glaube ich. Aber guck mal hier. Hier, die da oben. Ja, ich komme nicht ran, weil ich zu klein bin. Aber genau hier. Diese Blätter. Ich habe keine Ahnung, ich habe vergessen, wie dieser Baum heißt. Aber genau, diese Blätter, die kann man fressen. Die sind richtig geil. Das ist Survival. Genau, das ist Ernährung, das ist Survival-Ernährung. Das kann ich nur empfehlen. Jetzt wird der ganze Weg runtergedrückt. Genau diesen Weg, den ich diesen verschmierten Wagen hochgedrückt habe. Was da viel anstrengender war als jetzt. Da ist richtig geschwitzt. Da ist sogar Schweiß aus meinem Fummel herausgedrückt worden. Genau das ist passiert. So, wir gelaufen jetzt die ganze Zeit hier durch diese Ortsmitte. Ey Leute, heute ist schon wieder richtig geiles Sommerwetter mit ganz viel D3-Schepperung. Ich habe deswegen meinen roten Fummel ausgezogen. Und genau, das müsst ihr auch alle machen. Ihr müsst unbedingt rausgehen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das ist ultra wichtig für die Gesundheit. Wir sind voll in Netto und keine Ahnung, was wir hier machen. Auf jeden Fall warten wir hier. Nee, nicht Netto, sondern Lidl heißt das, genau. Vor dem Lidl warten wir gerade. Unter dieser Location hier. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. So, wir haben jetzt bei Lidl gesessen und das war voll cool gewesen. Und darauf, dass das voll cool gewesen war, stehen wir jetzt auf und laufen zum nächsten Bahnhof, um Zug zu fahren. Wir suchen uns ein Gleis aus. So, unser Zug steht hier schön. Nicht mit mir. Ich muss noch rein.
Wir fahren der Zug oder wie das heißt. Wir haben Gleiswechsel gemacht und unser nächster Anschlusszug steht ja schon. Wir sind hier eingestiegen. Guck mal, wie das hier verrutscht ist. Das ist ein Unikat, deswegen ist das verrutscht. Das ist wichtig. Wir sind hier gelandet. Und wir werden gleich unser Pennplatz suchen gehen. Ich möchte mit euch allen schlafen. Guck mal hier. Survival-Fressen gefunden. Und hier vorne, hier ist noch mehr Survival-Fressen. Und guck mal. Wenn man ihn hier, also das werde ich jetzt nicht machen, aber wenn man hier ein Quadrat schneidet und man diese Rinde dann abmacht, also so dass da nur so ein Quadrat da ist mit den Innereien von diesen Kiefern, da kann man diese Innereien von Kiefern auch fressen. Guck mal, hier fließen Flüssigkeiten runter. Guck mal, hier fließt Flüssigkeit nach der Richtung da lang. Das spritzt dann nach da hinten lang. Und da drüben sind grüne Pflanzen. So, wir laufen jetzt mit diesem Wagen nicht nach Richtung da lang, sondern nach Richtung da lang. Diesen Weg, also ein Weg mit Schwierigkeit. Da laufen wir mit diesem Vollfettwagen hoch. Das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit. Das ist widerlich. Wir hören nicht weg. Geil. Die totale Müllverransung. Wir müssen mehr Bier trinken, damit das voll wird. Guck mal, wir sind von da ganz unten gekommen. Beziehungsweise von da ganz unten. Sind wir hier hochgekrabbelt. Und hier vorne ist immer noch ein Weg mit Schwierigkeit. Das laufen wir jetzt hoch mit diesem Wagen. Ich bin ein richtig dreckiger Hund, aber kein Hund, der hinterherläuft. Ich kann mal hier jetzt halt wegschmeißen. Und ich bin immer noch benutzbar. Das kommt gleich ein Weg mit Schwierigkeit. Oh ja, da freuen wir uns richtig drauf, die da drüber zu ballern. Das wird richtig widerlich. Ja. Ist der nicht kippt, gell? Ja. Das ist oh. Immer so knapp. Ja. Da müssen wir jetzt zurück mit dem schweren Wagen. Das sind ganze Wurzeln. Ja, da müssen wir hoch. Ist ein Weg mit Schwierigkeit. Das ist gegen Lungenkrankheiten und sowas. Und gegen Bronchitis und sowas. Und gegen Asthma und so. Deswegen freche ich sie gerne. Ich würde sehr gerne Bazillen aus meinem Gesicht ausfließen können. Aber ich schaffe das einfach nicht, krank zu werden. Habt ihr Tipps für mich? Die sind geil, die Bäume. Jawohl, jetzt geht's bergab. Hier vorne ist ein Gebäude oder wie das heißt. Das sieht aus wie unser Schlafplatz. Die Sonne blendet gegen meinen Kopf. Und guck mal, da drüben ist Burg. Ich werde später da drauf klettern. Aber vorher wird erstmal Koffein hergestellt. So, unser Koffein ist fertig. Der Bundesschwanzler sagt ja immer, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber das ist natürlich der Quatschsalat. Also, das hier ist ein absoluter Dünnschiss, weil das ist scharfkantig. Es zerreißt praktisch schon den mitgelieferten Sack.
Und irgendwann hat man sich dann auch das feine Tarp zerschranzt. Was sagst du dazu? Ja, für so einen Preis könnte man ab was Größeres, also nicht diese Billigdinger. Genau, man könnte einfach Titanheringe dazugeben, die perfekt abgerundet sind, keine scharfen Kanten haben. Aber scheißegal, man kann es ein bisschen mit der Feile, weißt du? Ja. Nachmachen. Aber das ist die Aufgabe eigentlich hier von Didi. Das Koffein ist zwar noch zu heiß, aber draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Guck mal, Helmut brauchte Schatten. Und da drüben, da kommt gerade Schatten. Aber weil wir zu faul waren, da hinzugehen, hat Helmut hier den Tarp aufgespannt, damit wir hier drunter Schatten haben. Guck mal, hier vorne ist der Eidechse. Der hat uns eben gerade belästigt. Also wir haben gerade noch hier ein bisschen rumgesessen und im Tarp rumgesessen und sowas. Und jetzt gelaufe ich diesen Burg hoch. Prüfen, wie es aussieht. So, das hier, das ist diese versüffte Burg. Ich werde da jetzt hochlaufen. Das hier, das ist Treppenhaus. Und hier ist ein Fenster. Und jetzt gelaufe ich diesen komischen Treppenhaus hier hoch. Und hier vorne ist noch ein Fenster. Das ist ein sehr hoher Treppenhaus. Und hier vorne ist noch ein Fenster. Guck mal, das hier, das ist ein ganz gechillter Sitzplatz, oder wie das heißt. Mit Aussicht. Und guck mal, da unten, also da drüben auf dieser Wiese, da haben wir gepennt heute Nacht. Das war schon sehr entspannt. Guck mal, dieser Drachen ist schon wieder da. Der Drachen, der bewegt sich und sowas. Und er klettert hier diese ganzen Sachen hier hoch. Ich bin gerade dabei, mit Arschloch zu telefonieren. So, jetzt gelaufen ich die Burg wieder runter. Mit diesen, also über diesen verschmierten Treppenhaus, der hier so ist. Es ist schon wieder diese Burg von dieser Perspektive aus. Und guck mal, hier vorne läuft schon wieder so ein Drachen rum. Hier, siehst du? Seht ihr das? Dieser hier. Das sind richtige Drachen. Und genau, hier haben wir gepennt. Das ist unser Pennplatz gewesen. So, ich bin schon wieder unten. Und die Sachen sind mittlerweile gepackt. Und jetzt gelaufen wir zur nächsten Haltestelle. Guck mal, das hier, das ist diese Burg von dieser Perspektive aus. Da war ich oben drauf und habe diese Drachen gefilmt. Guck mal, hier läuft schon wieder so ein Drachen rum. Und jetzt wird dieser verranzte Wagen hier runtergeschleppt. Den ganzen Berg, den wir gestern hochgeschleppt haben. Es wird wieder anstrengend, das Ganze mit einer Hand zu schieben. Vielleicht gerade die andere Hand, die ist besetzt. Das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, wir haben nur noch eine einzige Wasserflasche, die irgendwie halb voll ist. Und die ist von der Sonne so richtig aufgehitzt. So, dass wenn man das trinkt, dass man sich dann verbrennen tut. Also das ist so heiß wie Kochwasser. Und guck mal, und weil es bei uns an Wasser mangelt, haben wir da drüber einen See gefunden. Mit Campingplatz. Vielleicht ist hier irgendwie eine Dusche oder so, wo wir das auffüllen können. Oder ein Wasserhahn oder sowas. Und wir werden gleich da in diesen See da rein schwimmen gehen und sowas, glaube ich. Guck mal, wir sind gerade auf diesem Campingplatz. Und da vorne ist ein Kiosk. Und wir haben hier gekühltes Bier und Eis geholt. Zum Eisfressen. Neben Helmuts Fuß sind hier ganz viele Ameisen und sowas, die hier diesen Stück hier fressen. Keine Ahnung, was das ist, Pommes oder sowas. Aber genau das fressen die ganze Zeit. Das sind richtige Ameisen. Ja. So, wir gelaufen jetzt weiter.
Weil dieser komische See, der ist überall mit diesen ganzen Campingplatzhöfen bedeckt. Man konnte da überhaupt nicht reinspringen. Das ist richtig widerlich. Also ohne angemault zu werden, kann man da nicht reinspringen. Und deswegen laufen wir jetzt weiter. Guck mal, Fressen gefunden. Wir sind gerade mit einem Versammlungstaxi hergefahren, weil der Zug nicht gefahren ist. Und jetzt sind wir hier über diesen Bahnhof. Und hier warten wir gleich auf den nächsten Zug. Der verranzte Zug ist angekommen. Wir werden hier jetzt einsteigen. Wir sind hier in so einem Bahnhof. Keine Ahnung, wie dieser Bahnhof heißt, das ist mir egal. Aber genau hier haben wir das hier gefunden. Das war so ein kleiner Automat, wo das hier drin war. Und das wird jetzt gefressen. Achso, wir sind gerade in dieser Ortschaft hier gelandet. Und jetzt warten wir auf den Anschlusszug. Der Anschlusszug ist angekommen. Wir werden einsteigen. guck mal hier. Guckt euch das mal an hier. Ich bin in Mannheim eingekommen mit Helmut und ich werde hier in Mannheim gleich nach einem Schlafplatz suchen gehen, im urbanen Bereich. Genau, das mache ich gleich. Guck mal, hier vorne ist da eine Laterne, weil guck mal, ich bin gerade zu faul darauf, das Licht an der Kamera ranzubringen, das extra auszupacken, um das hier an der Kamera dran zu schrauben. Das werde ich später machen. Deswegen habt ihr mich jetzt gerade so dunkle und ohne so ein Licht gesehen. Cool, oder? So, ich liege jetzt gerade hier an dieser Schusshütte rum. Mitten in der Stadt. Genau in dieser Stelle, wo ich mit Marvcon TV hier gepennt habe. Ich werde mich jetzt gleich mit Helmut trennen. Er geht nach Hause. Und ich penne genau hier, an dieser Stelle. In diesem Video habe ich auch eine Tour im Pfälzerwald gemacht über mehrere Tage. Die Tour war ganz ranzig gewesen, weil unser ganzes Wasser wegbrannte. Deswegen müsst ihr euch das alle geben.